Tief in den Feuchtgebieten der Welt existiert eine ungewöhnliche Pflanzenart. Diese Pflanzen beziehen ihre Nährstoffe auf eine ganz besondere Weise. Es sind fleischfressende Pflanzen, auch bekannt als insektenfressende Pflanzen. Diese Pflanzen fangen und verdauen Insekten als Nahrung. Stellt euch eine Pflanze vor, die Insekten frisst. Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, aber es ist Realität. Diese Pflanzen leben an Orten, an denen der Boden arm an Nährstoffen ist. Sie haben erstaunliche Wege entwickelt, um an ihre Nahrung zu kommen. Fleischfressende Pflanzen gibt es auf allen Kontinenten außer der Antarktis. Es gibt über 700 verschiedene Arten. Jede Art hat ihre eigene einzigartige Methode, Insekten anzulocken, zu fangen und zu verdauen. Einige Pflanzen locken ihre Beute mit süßem Nektar an. Andere haben leuchtende Farben oder spezielle Düfte, die Insekten anlocken. Die Welt der fleischfressenden Pflanzen ist voller faszinierender Anpassungen und Überraschungen. Die vielleicht bekannteste fleischfressende Pflanze ist die Venusfliegenfalle. Diese Pflanze ist in den Feuchtgebieten von North und South Carolina in den Vereinigten Staaten beheimatet. Die Venusfliegenfalle ist eine kleine Pflanze, die typischerweise nur etwa 15 cm Durchmesser erreicht. Ihren Namen verdankt die Venusfliegenfalle ihrem Fangmechanismus. Die Pflanze hat zwei Klappen am Ende ihrer Blätter. Diese Klappen sind mit winzigen Haaren bedeckt, den sogenannten Sinneshaaren. Wenn ein Insekt auf den Klappen landet und die Sinneshaare berührt, schnappt die Falle zu. Die Falle schließt sich in weniger als einer Sekunde und ist damit eine der schnellsten Bewegungen im Pflanzenreich. Die Venusfliegenfalle sondert dann Verdauungsenzyme ab, die den Körper des Insekts zersetzen. Dieser Vorgang kann mehrere Tage dauern. Sonnentau sind eine weitere Art von fleischfressenden Pflanzen, die ihre Beute mit einer Klebefalle fangen. Diese Pflanzen kommen in einer Vielzahl von Lebensräumen vor, darunter Moore, Sümpfe und Feuchtwiesen. Sonnentau verdanken ihren Namen den glitzernden Tropfen von Schleim, die ihre Blätter bedecken. Dieser Schleim sieht aus wie Tau, ist aber in Wirklichkeit ein klebriger Leim, der Insekten einfängt. Landet ein Insekt auf einem Sonnentaublatt, bleibt es an dem Schleim kleben. Die Pflanze rollt dann langsam ihre Blätter um das Insekt und fängt es so weiter ein. Sonnentau produzieren Enzyme, die die Weichteile des Insekts verdauen. Wie bei der Venusfliegenfalle dauert dieser Vorgang mehrere Tage. Sonnentau haben eine bemerkenswerte Fähigkeit, kleine Insekten zu fangen. Sogar solche, die so klein sind wie Fruchtfliegen. Kannenpflanzen sind fleischfressende Pflanzen, die ihre Beute mit Fallgrubenfallen fangen. Diese Pflanzen haben Blätter, die wie Krüge oder Trompeten geformt sind. Die Krüge sind mit einer Flüssigkeit gefüllt, die Verdauungsenzyme enthält. Insekten werden von der Farbe, dem Nektar oder dem Duft der Kannenpflanze angezogen. Landet ein Insekt auf dem Rand der Kanne, kann es leicht den Halt verlieren und in die Flüssigkeit darunter fallen. Die Wände der Kanne sind oft glitschig oder haben nach unten gerichtete Haare, die das Insekt am Herausklettern hindern. Sobald das Insekt in der Flüssigkeit ertrunken ist, beginnt die Pflanze es zu verdauen. Kannenpflanzen sind besonders effektiv beim Fangen von fliegenden Insekten. Einige Arten von Kannenpflanzen können recht groß werden, mit Krügen, die über 30 cm hoch sind. Abschnitt 5. Fettkräuter. Eine klebrige Angelegenheit. Fettkräuter sind fleischfressende Pflanzen, die Insekten mit klebrigen Blättern fangen. Die Blätter der Fettkräuter sind mit winzigen Drüsen bedeckt, die eine klebrige Substanz absondern. Diese Substanz lockt Insekten an, die sie mit Nektar oder Wasser verwechseln. Landet ein Insekt auf einem Fettkrautblatt, bleibt es an der klebrigen Oberfläche haften. Die Pflanze rollt dann langsam ihre Blätter ein und fängt das Insekt darin ein. Die Drüsen auf den Blättern sondern dann Verdauungsenzyme ab, die den Körper des Insekts zersetzen, sodass die Pflanze seine Nährstoffe aufnehmen kann. Fettkräuter kommen in einer Vielzahl von Lebensräumen vor, darunter Moore, Sümpfe und Feuchtwiesen. Abschnitt 6. Wasserschläuche, Unterwasserstaubsauger. Wasserschläuche sind aquatische, fleischfressende Pflanzen, die ihre Beute mit blasenartigen Fallen fangen. Diese Pflanzen sind in Süßwasserlebensräumen auf der ganzen Welt zu finden.
Wasserschläuche verdanken ihren Namen den winzigen, blasenartigen Fallen, mit denen sie ihre Beute fangen. Diese Blasen sind etwa 1,5 mm groß und befinden sich an den Unterwasserstängeln der Pflanze. Wenn ein Insekt oder ein anderes kleines wirbelloses Tier in die Nähe einer Blase schwimmt, wird dadurch eine Falltür geöffnet. Die Blase saugt dann die Beute ein und die Falltür schließt sich. Der gesamte Vorgang dauert etwa eine 30. Sekunde und ist damit eine der schnellsten Bewegungen im Pflanzenreich. Wasserschläuche sind sehr effektive Räuber und können in kurzer Zeit eine große Anzahl von Beutetieren fangen. Abschnitt 7. Die Bedeutung von fleischfressenden Pflanzen. Fleischfressende Pflanzen mögen seltsam erscheinen, aber sie spielen eine wichtige Rolle in ihren Ökosystemen. Indem sie Insekten fressen, tragen fleischfressende Pflanzen dazu bei, die Insektenpopulationen in Schach zu halten. Dies ist wichtig für die Aufrechterhaltung eines gesunden Gleichgewichts im Ökosystem. Fleischfressende Pflanzen dienen auch anderen Tieren als Nahrungsquelle. So legen beispielsweise einige Frösche ihre Eier in Kannenpflanzen. Die Kaulquappen schlüpfen dann und ernähren sich von den Insekten, die die Pflanze fängt. Viele Menschen finden fleischfressende Pflanzen faszinierend und schön. Sie sind beliebte Pflanzen für die Haltung in Wohnungen und Gärten. Man darf jedoch nicht vergessen, dass es sich bei fleischfressenden Pflanzen um Wildpflanzen handelt. Sie sollten nicht der freien Natur entnommen werden. Abschnitt 8. Fazit: Eine Welt voller Wunder. Fleischfressende Pflanzen sind eine faszinierende und vielfältige Pflanzengruppe. Sie haben erstaunliche Anpassungen entwickelt, um in nährstoffarmen Umgebungen zu überleben. Von den Schnappfallen der Venusfliegenfalle bis zu den klebrigen Blättern der Sonnentau, fleischfressende Pflanzen hören nie auf zu verblüffen. Diese Pflanzen erinnern uns daran, dass die Natur voller Wunder ist und dass es noch viel über die Pflanzen und Tiere zu lernen gibt, die unseren Planeten teilen. Durch das Studium fleischfressender Pflanzen können wir die Pflanzenentwicklung, die Ökologie und die Bedeutung der Biodiversität besser verstehen.